David Blacher bei mir nach dem 0:0 gegen Erzgebirge Aue. David, ihr wolltet den ersten Heimsieg in 2020 heute feiern. Wie enttäuscht bist du, dass es am Ende nicht geklappt hat? Sehr enttäuscht natürlich. Ich glaube, heute war auf jeden Fall was drin. In meinen Augen waren wir klar die bessere Mannschaft. Haben wenig zugelassen. Leider auch nicht zwingend genug nach vorne gewesen. Die wenigen Sachen, beziehungsweise haben wir halt nicht bis zum letzten Pass konsequent durchgespielt. Wir haben viele Aktionen gehabt, wo wir außen durch sind und der Ball dann einfach nicht gut vors Tor kommt. Die wenigen klaren Chancen, die wir hatten, haben wir auch leider nicht reingehauen, wenn ich an Bennys Doppelchance kurz vor Ende denke. Und dann ist es sehr, sehr bitter. Ich glaube, das wäre ein Big Point gewesen, wenn wir an Aue vorbeigehen können. So müssen wir den Punkt mitnehmen. Ich glaube, Rollo hat im letzten Jahr ganz oft gesagt, wenn wir auswärts unentschieden gespielt haben, dass dieser Punkt noch ganz viel wert sein kann. Dann versuchen wir es positiv zu sehen und nehmen ihn mit, aber wir müssen natürlich jetzt oder wir wollen unbedingt auch den nächsten Dreier mal wieder einfahren. Du hast gerade gesagt, ihr habt nach vorne vielleicht den letzten Pass dann auch vermissen lassen. Ist es dann das Match oder auch die Chancen nicht genutzt? Ist es das Matchglück, was dann am Ende fehlt, was man sich ein bisschen dann jetzt erarbeiten muss, Punkt für Punkt? Ich würde es nicht aufs Glück reduzieren. Es hat aus welchen Gründen auch immer in dem Moment gefehlt, ob es an Konzentration war, ob dann der Ball nochmal verspringt oder man zwei Ideen im Kopf hat. Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir ganz konsequent zu Ende spielen, ne? Und dann schießen wir auch unsere Tore. Ich glaube, Erzgebirge Aue ist ein gestandener Zweitligist, der kommt hier hin und versucht zwar am Anfang ein bisschen mit höherem Pressing, aber die haben es dann, glaube ich, auch relativ schnell aufgegeben und die zweite Halbzeit habe ich uns gefühlt nur am Ball gesehen. Da müssen wir leider mehr draus machen. Und deswegen ist es, wie gesagt, immer noch ganz, ganz bitter eigentlich. Gestandener Zweitligist ist auch der erste FC St. Pauli. Da geht es am kommenden Sonntag hin zum Millerntor. Ja. Was nimmt man jetzt so mit an Gefühlen und an Gedanken, wenn du an das Spiel denkst? Ja, es wird ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube, das Millerntor, das ist bekannt für die unglaubliche Stimmung. Ich glaube, das letzte Mal, als ich dort gespielt habe, war es noch in der Bauphase. Jetzt wird es komplett gefüllt sein. Unsere Fans werden natürlich auch dementsprechend bildlich gesprochen Feuerwerk abbrennen. Und ja, da versuchen wir natürlich möglichst viel zu holen. Ich möchte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, in dieser Liga haben wir schon oft gezeigt, dass alles möglich ist. Und deswegen brauchen wir uns vielleicht auch nicht verstecken. Dann viel Erfolg. Dankeschön.